Wer labert? Wo seid ihr? Kommt her. Oh mein Gott. Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Nee, ich sehe da keinen mehr. Gut, hier wird noch einer drin sein. Natürlich, aber er ist zu langsam, Mann. Du Schniedelgesicht, da musst du schon früher aufstehen. Okay, du hast ja nicht mal ein Bett. Okay. Ziemlich unheimlich hier. Ja, ich höre euch schon. Tot. Machen wir hier mal auf. Okay. Bringen wir das auch noch in die Luft. Und jetzt haben wir wieder mal einen Gehörsturz. Oh. Die Fresse, Mann. Ja, wo ist hier die verfickte Tür? Hier. Ist hier bloß einer? Das glaube ich nicht, Mann. Das ist so eine große Wohnung. Können sicher zwei Fotzenknechte einziehen. Okay, hier ist wirklich bloß einer. Ich glaube, wir gehen mal weiter. Und zwar hier lang. Ja, machen wir hier mal auf. Okay. Ja, natürlich steht da oben einer. An einem MG. So. Leute, ich komme jetzt rein. Ich bin der Vermieter. Ihr schuldet mir noch Miete, Mann. Los, rauskommen. Ach, hier ist ja gar keiner, Mann. Den habe ich erwischt. Okay, hier passt alles. Gut, dann ich sagen, geht's weiter. Oh, muss ich jetzt hier wirklich noch ein Loch reinsprengen, dass ich hier weitergehen kann und was? Ja, geht nicht. Ja, ganz toll. Ach, hier ist eine Tür. Haha, Homie, bist du schlau. So. Gut, okay, hier wird mir jetzt richtig kalt ums Herz. Eigentlich heißt's ja egal, ist scheißegal. What the fuck, Mann, bei mir wackelt alles. Ich sehe bald nichts mehr. Aber ich bin schon wieder im Warmen. Okay, das kriegen wir hin. Oh. Hier geht's runter. Ja. So. Oh, bei mir friert gar nichts mehr ein. Sturm ist vorbei. Aber ich sehe hier Gegner. Oh ja, holt mich raus, das wäre nett, Mann. Oh, ich treffe ihn nicht, Mann. Schönen Fuß schießen. Ich laufe einfach durch. Ich glaube, das reicht. Die helfen mir genügend. Oh, ich treffe gar nichts. Der läuft direkt vor mir vorbei. Wow, shit. Hier geht's ab. Ja, Mann. Ganzen Panzerfäuste abknallen hier. Oh, shit. Der zielt auf mich. Der zielt auf mich. Okay, ist tot. Muss ich nur noch hier hochsteigen? Verpiss dich, Mann. Du genauso. Oh. Seid ihr behindert oder was? Lasst mich hoch. So. Willkommen daheim, verlorener Sohn. Halt dich fest. Das
Das ist eine Skalarwaffe. Wunderschönlich, wa? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nie von Operation Aurora gehört? Doch, hab ich, aber selbst wenn Sie ein Skalarfeld erzeugen könnten... Zuerst gäbe es einen lokalen solaren Supersturm in der Troposphäre. Bitte nochmal. Verständlich. Eine Skalarwaffe erzeugt gewaltige elektromagnetische Impulse. Und? Wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt, geht die US-Verteidigung den Bach runter und unser schönes Land stürzt in totale Anarchie. Dann kommen die Russen und sagen Hallo. Ende Gelände. Wir sollten diesen Kerl finden. Arkadi Kirilenko. Scheiße. Ist das der Kerl, den du nicht erschossen hast? Er ist mit dem Projekt verbunden. Kirilenko ist das Projekt. Aber wenn wir nicht sofort aufbrechen, ist er weg. Ich kläre das mal mit Braidwood. Nein, 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 nein. Dann schickt er statt uns nur ein paar schwuchtelige Mem, die Schiss haben, den Abzug zu drücken. Sarge? Mann, ich bin jetzt 44. Muss auf drei infantile Bastarde aufpassen. Die Karriere hängt in der Luft. Und das sollte meine letzte Mission sein. Ich kann das nicht nochmal. Ich kann einfach nicht. Was ist mit der Rettung der Heimat? Und dann was? Nun ja... Gut, dann bist du dabei. Meine Schuld, dass Kirilenko noch lebt. Sweets? Lass mich nachdenken. Ja! Agat? Mann. Das Letzte, was ich bin, ist ein Drückeberger. Also ja. Ich bin dabei. Okay. Ihr fahrt bei einem gepanzerten US-Transport in der Nähe mit, um zu Kirilenko zu kommen. Das ist der einzige Weg.